Für die Nackenentspannung holst du dir einen bequemen Stuhl, wo du aufrecht drauf sitzen kannst. Du setzt dich also auf diesen Stuhl und atmest in dich rein. Du hast die Füße auf dem Boden, du hast einen guten Kontakt mit dem Boden und setzt dich so hin, dass du sehr bequem, nicht steif, sondern sehr bequem aufrecht sitzen kannst. Deine Arme sind links und rechts locker, lehnen sie an deinem Körper. Jetzt stell dir vor, dass du vor dir eine Uhr siehst, zum Beispiel eine Kirchenuhr, die oben die 12 hat, rechts die 3, unten die 6 und links die 9 und zwischendrin die anderen Stunden. Jetzt gehst du mit deinem Kopf ganz langsam zur 6 runter. Das heißt, du lässt deinen Kopf fallen, so dass das Kinn Richtung Brust fällt. Ich bitte dich, das ohne Muskelanspannung zu machen, sondern nur das Gewicht des Schädels zu nehmen. So hängt jetzt dein Kopf da vorne runter und du spürst vielleicht hinten links und rechts von der Wirbelsäule deine Muskeln, wie sie gedehnt werden. Bleib bitte ganz entspannt. Der restliche Körper ist aufrecht, ohne Verspannung, ganz locker. Nur dein Schädel hängt vorne runter. Wichtig dabei bei dieser Übung, bei jeder Stellung, die wir jetzt am machen werden, ist, dass es mindestens 1,5 Minuten geht, jede Uhrzeit, jede Stunde. Und das ist jetzt die Stunde 6 und die dauert 1,5 Minuten. Und spüre, wie du hinten vielleicht sogar schon andere Muskelregungen spürst. Vielleicht spürst du schon weiter nach unten im Rücken, wie sich diese Rückenmuskeln gedehnt haben schon. Bitte dehne nicht nach, ziehe nicht weiter, sondern lasse nur das Gewicht deines Schädels schön dehnen. Das Eigengewicht des Körpers ist das Beste, um eine Entspannung hervorzubringen. Wenn du nun so da sitzt, bist du ganz in deinem Körper drin mit deinen Gedanken und spürst einfach nur diese Muskeln, die da sich dehnen lassen. Dann gehst du langsam auf die 5. Das heißt, du kippst deinen Schädel einfach ein paar Grad nach rechts und denkst dir jetzt, das ist jetzt die 5. Wenn du dann da so deinen Schädel liegen hast, spürst du, dass nicht mehr die mittleren Rückenmuskeln gedehnt werden, sondern die, die zum Schulterblatt gehen, diese Muskeln, die vom Schädel oben Richtung Schulterblatt gehen, diese Muskeln spürst du jetzt auf der linken Seite hinten. Und spüre, wie das Dehnen funktioniert, wie es läuft. Mit dieser Entspannung, die du da hast, mit deinem Atem, der ganz langsam und ruhig ist. Und diese Langsamkeit gibt den Muskeln Zeit, Vertrauen zu bekommen zu dir und deinem Tun, sodass sie sich entspannen können. Spür einfach nur, wie das alles länger und länger wird. Und dann gehst du langsam mit deinem Kopf auf die 4.
Du kannst das Gesicht zum Boden kippen und auf der 4 sein, oder du kannst das Gesicht etwas heben und auf der 4 sein, das ist egal. Mach es so, wie es für dich mehr Muskelpaare nimmt, die eben verspannt sind. Du wirst es spüren, versuch die richtige Richtung einzustellen, damit du merkst, doch, hier habe ich noch mehr Spannung. Hier bekomme ich auf der Gegenseite wirklich etwas zu spüren. Und dann lass diesen Kopf einfach in dieser Stellung hängen oder liegen. Und spüre einfach nur, wie das ganze System im Zusammenhang mit deinem Atem, den du ganz entspannt machst, entspannt und noch mehr entspannt und noch mehr entspannt. Bewegst du deinen Kopf auf die 3. Die 3, da ist der Kopf auf der Schulter, das heißt, dein Ohr kippt Richtung Schulter. Da ist die Frage, ob du das Gesicht noch mehr in die Luft heben sollst oder eben ein bisschen zum Boden runter oder einfach nur geradeaus. Du wirst es spüren, weil es gibt Muskeln, die je nach Richtung deines Gesichtes mehr oder weniger sich melden. Du spürst vielleicht auch, dass du aufrechter sitzen möchtest, dass deine Hände oder deine Arme seitwärts besser runterfallen können. Lass sie einfach, lass es zu. Mach dich sitzend so bequem wie möglich und so aufrecht wie möglich. Jetzt liegt also der Kopf auf der Schulter und die seitlichen Muskeln auf der Gegenseite auf der Schulter werden in die Länge gedehnt, nicht gezogen. Ich bitte dich nicht zu ziehen, sondern nur das Gewicht des Schädels dafür zu benutzen, um diese Dehnung herbeizuführen. Es dauert länger, aber es ist effektiver. Nun kommt die Stellung mit der Nummer 2. Die Nummer 2, da ist der Schädel etwas hinter der Schulter. Das heißt, er kippt etwas nach hinten runter, so dass du die Muskeln spürst vom Unterkiefer Richtung Schlüsselbein. Und bitte hier, wenn jemand Probleme hat mit dem Nacken, bitte ich diesen jemanden, den ganzen Oberkörper etwas nach vorne zu kippen, nicht viel, aber etwas, damit das Gewicht des Schädels nicht allzu sehr hinten zerquetscht. Mit der Zeit, wenn du diese Übung mehrmals machst, ist es dir möglich, ohne diesen Oberkörper nach vorne zu kippen, den Schädel auf die Nummer 2 zu legen. Und du spürst, wie sich die Muskeln immer mehr dehnen auf der Gegenseite. Sei ganz entspannt, mach diese Übung ganz fein. Lass es zu, dass du dir die Zeit gibst, um diese Dehnungen zu erleben, die deine Muskeln ohne deinen Willen vollziehen. Und dann kippst du deinen Schädel auf die 1. Die 1 ist hinten, aber nicht in der Mitte, sondern noch 1 vor der Mitte. Auch hier spürst du, wie die Muskeln von deinem Unterkiefer Richtung Sternum, Richtung Brustbein schon langsam beginnen hier zu dehnen. Das sind wichtige Dehnungen für deinen ganzen Körper, weil dieser Schädel nie in diese Richtung wirklich gedehnt wird. Wir haben so eine Haltung nie in unserem Alltag und es ist ganz wichtig für die Beweglichkeit des ganzen Halses und der Halswirbelsäule,
dass wir diese Dehnungen schön hinbekommen. Lasst den Schädel einfach auf diese Nummer 1 und freue dich, dass es funktioniert. Wenn es sehr schmerzt im Rücken hinten, dann mach deinen Oberkörper einfach noch ein bisschen mehr nach vorne, damit das Gewicht des Schädels nicht allzu sehr zerquetscht. Und dann gehst du auf die 12. Du bewegst deinen Schädel auf die 12. Das heißt, du kippst den hinteren Schädel direkt auf die Wirbelsäule. Und währenddem du diesen Schädel so kippst, spürst du auch, ob es dir unangenehm ist, dann geh mit deinem Oberkörper weiter nach vorne. Wenn es nicht unangenehm ist, kannst du auch wieder aufrecht sitzen und den Schädel einfach nach hinten kippen. Auf die Nummer 12. Und du spürst ganz direkt von deinem Kinn zum Brustbein diese Muskeln, die wir oft verspannt haben. Das sind auch alle diese Muskeln, die verursachen, dass du bei Konzerten oder sonst welchen Auftritten, wo du eigentlich ruhig sein solltest, plötzlich Hustenanfälle bekommst und so weiter. Und diese Muskeln zu dehnen, das ist wirklich eine Entspannung für deine ganze Anzahl von Halsmuskeln. Und dann kipp deinen Schädel auf die Nummer 11. So spürst du die Muskeln von deinem Unterkiefer wiederum zum Schlüsselbein, aber auch noch vom Sternum, vom Brustbein kriegst du auch noch Muskeln mit. Und lass wirklich los. Versuche, wenn du einatmest, einfach den Brustkorb zu spüren, wie er aus- und einatmet. Und deine Schultern, wie sie immer mehr seitlich sich richten, in eine optimale Form. Und dann gehst du auf die 10, du lässt deinen Schädel auf die 10 kippen und spüre auch hier, wie empfindlich diese Muskeln im vorderen Bereich rechts beim Schlüsselbein zum Unterkiefer gedehnt werden. Und lass diesen Muskeln Zeit. Zeit ist das höchste Gut in dieser Übung. Und dann kippst du deinen Schädel auf die 9. Das ist jetzt wieder so, dass dein Ohr auf die Schulter kippt und du auf der gegenüberliegenden Seite die Schulternmuskeln spürst, die dann an den Schädel gelangen und an den hinteren Unterkiefer, direkt unter dem Ohr. Das kann auch helfen, wenn du zum Beispiel Hörschwierigkeiten hast, da diese Muskeln zu dehnen. Und nicht willentlich dehnen, sondern nur mit dem Gewicht des Schädels. Und dann gehst du auf die 8, lässt deinen Schädel auf die 8 kippen. Alles ist entspannt, deine Schultern sind entspannt, alles ist entspannt, nur die Gegenmuskeln sind gedehnt. Und spüre auch hier, bei jeder Position, was ist die beste? Wo soll ich mein Gesicht hinhängen oder stellen, damit ich eine optimale Dehnung habe? In der Entspannung drin. Nicht, dass irgendwas anderes verspannt wird, sondern ganz entspannt. Und dann legst du deinen Schädel auf die 7. Da bist du jetzt wieder mit den Muskeln hinten rechts in Bearbeitung, die werden gedehnt vom hinteren Schädel runter zum Schulterblatt. Und du wirst wahrscheinlich spüren, dass deine Muskeln schon sehr gewohnt sind, sich zu dehnen und dass es Spaß macht, diese Dehnungen mitzuerleben. Und dann kippst du deinen Schädel wieder auf die 6 und erfahre, wie viel weiter nach unten dein Schädel jetzt kippt. Vielleicht berührt dein Kinn schon das Brustbein bei aufrechter Haltung.
Vielleicht auch nicht, das macht aber nichts. Und dann machst du einen kreisende langsame Bewegung in die Gegenrichtung 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und nochmal in die Gegenrichtung. Fünf, vier, drei, zwei, eins, zwölf, elf, zehn, neun, 8, 7, 6. Und beim Beenden dieser Übung hebst du einfach deinen Kopf aufrecht und schaust entspannt in die Welt hinaus.